Ich hörte, was du in Sonnenweg mit Volkner gemacht hast. Du hast sein Feuer für Kämpfe wieder erfacht. Daher brenne ich vor Freude, dir endlich in einem Kampf zu begegnen. Auch Ignaz. Er brennt darauf. Heißt das Feuer? Und weh, du hast Bogmann die nicht zum Feuertyp gehören. Moribang, die hätte ja auch nicht so ein Bodentyp. Na gut, bei Pion Draghi kann ich doch teilweise verstehen, beim Käfer, aber weil die vorne wegen Käfer ist. Aber bei Mogelbaum ist es nicht Boden. Wenn ich dann würde ich mir Pflanze, Gestein machen. Da da ba. Ja, sogar schneller als ein Galopper ist der Bojelin. Der ist schnell. Boden in den 80ern ist schnell. Da halapa da da rapata la da la da di rapata da la pa di da la pa da 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 da. Die Musik ist gut, aber gerade nicht so sehr. Die ist fehl am Platz, Panfer, nu der wird mich ausspielen. Da la pa da da. Warte, Pokémon wechseln vielleicht, wen hätte ich als Switching gegen Panferno? Warte, wer hat eine höhere Ignit? Warte, Panferno hat eine von 179. Nee, der wird niemals outspeeden. Und du hast eine Ignit von 189, also wirst du immer outspeeden. Und bei Panfermu leider nicht viel aushält. Aber schon mehr als man denkt. Panfermu tut schon mehr aushält, halt immer als man denkt. Und ich bin schneller. Weil ich auch 10 Punkte Init mehr habe als mein Panfermu. Mein Panfermu hat bestimmt kein Init-Minuswesen. Genauso wenig wie Bojelin. Wer weiß, vielleicht hat der sein ein Init-Pluswesen. Aber trotzdem kommt er nicht am Bojelin rein. Das Bohlen auf den 80ern zeigt sie ihm. Eigentlich wäre es schneller, Galoppa oder Panferno. Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass der schneller war als Panferno, weil Panferno ist richtig. Ernsthaft? Ein Schlappohr. Ein normal Pokémon bei einem Feuer-Top 4. Was soll diese Scheiße? Was soll das Game? Was habt ihr genommen, als ihr die Arena von Top 4 gemacht habt? Oder generell die Arenen und die Liga? Na, da, da, da. Du hast dieselbe Musik. Und dann... Nahkampf. Ich krieg keine Gnade. Das ist mein Bruder, war schon bei den Top 4 und dem Champ und er zeigt mir, der Ignaz hat noch ein Pokémon, das nicht von diesen Typen ist, den er hat. Bitte. Sei kein Optillerin wie bei Volkner. Na gut, das war aber easy, genauso wie Ambidiffel. Das sind Ambidiffel gewesen, zum Beispiel. Oder zum Beispiel Pachirisu. Oder was weiß ich. Elevoltec. Nein, so gar nicht. Wenn es Elevoltec gewesen wäre, dann Rip. Rip Zepi. Ja, stimmt, das ist ja auch ein Feuertyp. Habe ich auch schon davon gehört, dass. Warte, Bericht von Gengar. Gengar ist langsamer als Bojelin und dem anderen Spaten, okay. Trifft Zepli, trifft Zepli, trifft Zepli, trifft Zepli. Luxtra, du hast noch gar nichts gemacht, ich. Yo, Junge, sag auf. Der hat ja Ladenstoß neu. Knirscher, Donner und dem Donnerzahn hat er Arme. Genau, dem Donnerzahn ist. Der Donnerzahn ist Arme bei ihm. Ich müsste es eigentlich. Trifft Zepli. Ich mach mal einen Ladungsstoß. Und der fängt mit derselben Scheiße an wie der andere vorhin. Als Morlord. Wie Morlord. Und natürlich daneben. Was soll die Scheiße? Ich will einfach nur treffen. Hol ihn auf, damit das nervt. Da la patta, aber er ist nur auf plus 2. Und ich auf plus 6, also trifft er jetzt mit Ladungsstoß. Da 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 und flieg es bitte so schnell wie möglich. So bring ich dich und ich bring dich jetzt hoch. Das Ding hat Finalschlag. Deswegen werde ich jetzt auch nicht auf... Oh, okay, speziell jetzt angreifen.
zum Glück. Nette. Trifft. Ja, danke. Ich küsse dich. Ich kauf dir eine Burg. Ey, ich dachte immer, Ladenschluss wäre physisch. Und dann habe ich bei meinen Kaprikin-Pokémon in meiner privaten Pokémon-Sonne gesehen. Das ist speziell. Seit wann? Und dann habe ich jetzt vorhin auf dem Bericht von Luxa gesehen. Ah, das war damals schon speziell. Ich trottel. Nee, jetzt gehe ich. Nee, tschüss. Das reicht mir. Das sind keine Feuer-Pokémon. Zwei davon sind Feuer. Eins davon ist Stahl, Boden. Das andere ist Geist, Flug. Das andere ist normal. Selbst falls sie Feuer attacken könnten. Schlappohr kann bestimmt Feuerschlag. Keine Ahnung, was Trepsiepi könnte. Magieflamme. Nee, warte, das kann. Kann ja, glaube ich nicht. Der kann bestimmt Feuer zahlen, aber trotzdem. Es sind keine Feuer-Pokémon. Es sind Stahl, Boden, Geist, Flug und nochmal Typen. Flammen weht, da Flammen weht, so ein wie ein Wild. Ich will auf Nummer sicher gehen, weil sonst killt er mich mit dem Erdbeben. Nur das wäre unschön. Das wäre scheiße und es überlebt trotzdem, weil es ja auch physisch defensiv ist. Ich trottel. Warum bin ich nicht auf Flammenwurf gegangen? Aber es ist geburnt und macht mir jetzt keinen Schaden. Und es ist halt tatsächlich toll, das Feuerzahn. Aber das bringt ihm ja nichts gegen ein Feuer-Pokémon. Und ich schnell aber schon scheiße sei ja Musik. Da. Tatsächlich, eigentlich kann ich spielen, der jetzt bestimmt der Top genießen und einsetzen, Gedanken gut machen. Wie es einfach weiß. Ich weiß, ich bin der Beste. Für so einen Moment ist Gedanken gut geeignet. In den Gedanken verfallen und sich der Gegner heilt. Und dann schön mit dem Flammenwurf zuschlagen. Warum er auch immer nicht die Flammen werft, sondern sie aus seinem Mund verschießt. Warum? Das ist jetzt der Flammenwurf und jetzt Flammenwerfer. Flammenspucker. Warum? Aber das sieht man, plus eins Flammenwurf killt. Und das soll ein Feuertopf sein. Ja. Stahlboden. Richtig geiles Feuer. Ja. Freue mich, was jetzt der letzte Topf hier hat. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja Psycho-Topf hier mit Zidraking. Gengar. Kapaloris. Kein Dank, vielleicht hat er ja nur Wasser-Pokémon und ist Psycho-Trainer. Muss ich irgendjemanden aufheilen? Nee. Ich komme einfach zu. Ich komme einfach durch mit die Butter. Ah, doch, Lux war von seiner Verbrennung. Tatsächlich, aber ich würde sagen, falls es tatsächlich Psycho ist und ich für einmal recht habe, mach ich Gengar vorne, weil der hat Step auf seinen Spukball. Wenn ich jetzt aber recht habe und es tatsächlich Feuer ist, da fresse ich einen Besen. Oder besser gesagt Schnee, weil es bei mir eh momentan draußen schneit. Und das ist ja ohne Scheiß, bei mir schneit es wirklich und da fresse ich wirklich Schnee. Auf Video, was ich jetzt richtig habe. Obwohl Schnee eigentlich nicht so scheiße schmeckt. Hab's tatsächlich mal probiert. Aber ich spiele heute auf jeden Fall noch Champ. Komm. Come on. Ja gut, aber ich habe mich nicht über den Champ an sich erkundigt, aber über das Team. Und das erste Pokémon hat einfach gar keine Schwächen bis zur sechsten und zwar Krypo. Der trainiert tatsächlich durch Pokémon. Ich hab's nicht ernst gemacht mit Schneefressen. Lucian ist so hässlich. Da. Und was hast du? Pantimus, okay. Das ist mal ein schwaches Psycho-Pokémon. Und ein hässliches noch dazu. Ich glaube, so Pokémon Go nicht so selten, aber ich bin trotzdem nie. Weil es ist ein Psycho-Pokémon. Es ist du bist ein besseres Beispiel als Ignaz und Dor, die andere. Ey, bisher bin ich jetzt ohne Toten durchgekommen.
und als ob es überlebt. Fuck you. Andererseits, das Ding ist schlecht. Das Ding kann einfach gar nichts. Es wird jetzt kaum Schaden machen. Dafür, dass Gengar kein Interpret hat, das tatsächlich kaum Schaden. Ey, wenn das Ding jetzt noch viel würde ich sogar Matschbombe einsetzen. Weil das dann auch sehr effektiv wäre. Nee. Aber was du mit Donald willst, kannst du das nicht. Oh, mein kleines Tantimos, ja, das kann ich auch. Ja, das kann ich auch. Ich kann auch Donnerblitz. Weißt du? Ja, Crit, den hätte ich vorhin gebraucht. Vielleicht hätte ich nicht diesen Donnerblitz in die Fresse gekriegt, weil das war bisher... Na gut, das einzige Mal, wo ich ein bisschen bedrängt gekommen bin, das war dann tatsächlich bei der Simsala. Das Ding hat keine Death. Aber was ist, wenn es mich outspeedet, was ist aber nicht gut, weil das... Das Ding glaube ich aber nicht, dass mich das outspeedet. Mega Simsala ist zwar das schnellste Mega-Pokémon, tatsächlich schneller als Mega Gengar. Aber ich müsste schneller als nur... Bin ich nicht! Rip, 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 die Rip. Rip, 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 rip. Boilin kann ich nicht gehen, der wird gekillt. Obwohl Boilin das schnellste Glied ist. Ich würde sogar Boilin zutrauen, tatsächlich. Wo so bösen Pokémon wie sind. Aber momentan macht er einen richtig guten Eindruck mit Simsala und Pantymos. Lass mal zwei First-Gen-Veteranen. Der Psycho-Pokémon. Na gut, was gibt's eigentlich noch als Psycho-Pokémon, außer noch Mew und Mewtwo? Keine Ahnung, Pantymos, Abracadabra, Simsala, Mew und Mewtwo. Das Ding macht mir ein bisschen... Ich bin so dumm. Hashtag bin dumm. Ja, bin dumm. Ich bin so dumm. Ja, genau jetzt fail ich. Jetzt muss ich failen. Warum gehe ich nicht auf Dialga? Der resistiert Psycho. Der resistiert Psycho. Ich habe mich auch an wie ein halbtotes Hütchen. Ne, aber ich mache erstmal die Tarnsteine. Yo, Energieball kann fahren. Na gut, mein... Na, Pokémon Sonne-Datei kann man Simsala auch Energieball. Kannst ja per TM erlernen. An sich glaube ich aber nicht, dass ich das erlernen. Auf jeden Fall die Tarnsteine, die sind wichtig. Die sind sehr wichtig sogar. Fokusstoß. Geht daneben. Meins wird sich aber... Ey, das hat momentan dieselben Attacken wie meins. Fokusstoß, Energieball, Psychokinese. Es wird nur noch Genesung. Na gut, mit dem Ding werde ich dann auch Wi-Fi Battles machen, die im Übrigen im Februar beginnen. Für die, die es wissen wollen, Meditalis. Psycho und Kampf. Das ist ein gutes Psycho-Pokémon, obwohl das nicht direkt Schlampe ist. Mhm. Ja, wird Starab. Natürlich wird Starab so Meditalis auch spielen. Und Fender. Oh, bitte kein Turmkick. Na gut, aber ich werde eh mit Fliegen ankommen, damit es sich dann schon mal selbst verletzt durch den Turmkick, weil es wird 100 pro auf den Turmkick gehen. Seien wir mal ehrlich zu uns selbst. Natürlich wird es auf den Turmkick gehen. Ja, dann noch minus Angriff. Und schon Schaden durch die Tarnsteine. Ja, ich bin schneller. Komm, mach Turmkick. Mach Turmkick, mach Turmkick, mach Turmkick. Ich weiß, dass du Turmkick kannst, du kleinen Trick. Oh, der Eishieb. Ja, ist auch schlau, um sich nicht selbst zu verletzen. Ist aber kein Step. Jetzt habe ich aber wirklich gehofft, dass du das machst. Schämlich. Das hast du mich enttäuscht, Meditalis. Und Meditalis ist down. Ich bin eine Schlampe. Ja, das wissen wir, Meditalis, das wissen wir. So, momentan haben wir tatsächlich nur Psycho-Pokémon. Giraffe ist auch Psycho. Ja, da habt ihr sogar recht. Das ist normal ein Psycho. Aber da sind wirklich auch richtig gute Exoten dabei. Da bin ich sogar stolz auf dich, Lucius. Nostria Ferraro. Weil bei Pyongyang konnte ich es ja noch teilweise verstehen, weil die Vorentwicklung Typ Käfer und Gift ist. Na gut, hier bin ich auch stolz auf ihn. Meditalis, Simsala, Pantymos und Girafarik. Na gut, Girafarik und Pantymos hätten nicht sein müssen. Halt Dinger Schwachsinn, aber... Und trotzdem ich kann nicht sprechen. Überlebt Girafarik einen neutralen Nahkampf. Und ich kann Knirscher. Einfach so ein Knirscher. Ja, nee, ist klar.
Dann ist klar. Hast vollkommen recht. Sparflügel, natürlich kommt der Top gelesen, warum auch nicht, du kleines Drecksding. Ta-ta-ta, la-pa-ta, ta-la-ta-ta, die Musik ist gut. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ich möchte endlich zum Champ, ich will wissen, wer es ist, ich bin neu, wie frisch und will endlich wissen, wer der Champ ist. Ja gut, normalerweise ist es eigentlich immer jemand, den man schon auf dem Abenteuer gesehen hat. XY Dianta, Oras Troy, Pokémon Schwarz und Weiß ist das Lauchrohr, Pokémon Schwarz und Weiß war Lydia, Pokémon Rubin und Saphir ist das Troy, Pokémon Smaragd ist das Basili, Bronzong. Ausgerechnet das Teil. Hat das hier Schwebe oder Brandschutz? Schwebe oder Brandschutz? Ey, leider sind wir hier nicht in der 7. Generation, weil sonst würde ich einen Knirscher mit Luxra machen. Aber wie? Du hast Brandschutz. Bitte hab Schwebe und nicht Brandschutz, du kleines Teil. Weil so eine fiese Typenkombination, ey, hat das Ding. Keiner. Auf jeden Fall wird das Ding auch von Spitzen starten. Was kann ich jetzt tun? Geh auf Nummer sicher. Und auf Risiko. Kommt drauf an. Auf jeden Fall hat das Ding Schweb und Brandschutz. Das ist meine gute Nachricht, weil ich auch kein Boden-Pokémon habe und mir das deswegen scheißegal ist. Außer dass das Ding das überlebt hat. Bitte keine Psychokinese. Hat noch eine Citrobeere, der gute. Bitte nicht Erdbeben. Warum? Komm, du überlebst es eh nicht, das wissen wir beide. Der ist nervig. Höchstwahrscheinlich hat es schon jeder abgeschaltet, weil